geil. Das fängt irgendwie hier mit an oder mit so einem Grundding und dann stellst du da die anderen Sachen ran, wenn du dann die Provinz ausbaust. Wie bei Clash of Cultures. Ja, das ist auch eine Neuauflage dieses Jahr noch. Ja, kommt, ne? Ja. Kommt dieses Jahr. Die ist, oder nächstes weiß ich denn. Die ist, glaube ich, ähnlich teuer wie Descent. Da musst du noch einloggen. Bitte. Das Einzige, was ich muss, ist schärfen. Wobei ich meine Brille vergessen habe, deswegen hier leider auch. Aktualisieren. Das versprichst du immer, aber es funktioniert manchmal. Das funktioniert immer. Hat funktioniert. Die Miniaturen sehen aber auf den 3D-Bildern hier schon mal nicht so schlecht aus. Ja, jetzt sind die halt Produktionsmethoden. Das ist jetzt nicht wie bei Destiny, dass du sagst, wow, noch nie gesehen sowas. Ich habe ja das alte Problem, ich habe das inzwischen erkannt. Ich dachte, das liegt an mir speziell. Du hast ein Problem erkannt? Eins meiner Probleme. Ich komme ja aus dem Computerspielbereich und ich würde ja dann so gerne so komplexe Aufbausachen und sehen, wie was entsteht und so weiter. Und gleichzeitig ist das ein Brettspiel aber da gar nicht so einfach, weil du halt ganz viel selbst machen musst, was ja in einem PC-Spiel halt jemand anders für dich macht. Ja, und ich dachte, das wäre dann so ein Ich-Problem, speziell durch den Werdegang quasi. Hallo, was war denn? Hi. Ist es aber gar nicht, weil ich feststelle, dass pure Brettspieler das gleiche Problem haben mit der Fehleinschätzung. Ja. Also nicht zwingend bei dir. Das sieht, kann schon sehr gut sein, aber man muss sich dann halt auch im Klaren sein, dass das echt mühselig werden kann. Es gibt 4 verschiedene Ressourcen. Ach ja. Das ist schon schick. Das sieht sehr nach Clash of Cultures aus, ne? Auch diese Miniaturfiguren für die Armeen und so weiter. Ist halt vom Autor, der auch zum Beispiel Nemesis gemacht hat. Das lässt ja schon mal hoffen. Erwartet bitte kein Nemesis. Das hier ist ein richtig schönes. Du siehst ja hier zum Beispiel, siehst du das, die Karten? Die kannst du halt dann hier drunter stecken und je nachdem, wie weit du sie drunter geschrieben hast, beziehungsweise du kannst sie dann weiter rausziehen, wenn du sie oft dann weiterentwickelst, die Technologien, und dann kommen hier diese zusätzlichen Effekte dazu immer mehr. Das sieht schon nicht so sexy aus. Die Idee ist grundsätzlich mal wieder relativ clever, ne? Und hier Schlachtrösser. Wenn du sie hast, ne? Falls du Reiter im Kampf hast, wirf beim Reiterangriff einen Würfel zusätzlich. Später, wenn du es weiterentwickelst, für je 2 Reiter, die du im Kampf hast, wirfst du einen Würfel zusätzlich. Das heißt, wenn du 4 Reiter hast, hast du schon 2 Würfel und... Im Video genau falsch schon gesagt. Bei welchem Video? Bei dem Video hierzu. Ach, hast du dazu auch schon ein Video gedreht? Ich bin durchaus fleißig. Jeder deiner Reiter wirft beim Reiterangriff einen Würfel zusätzlich. Ersetzt Stufe 1 und 2 dieser Karte. Ne? Also hast du gleich. Es hat halt den Effekt und der Effekt wird halt immer besser. Stadt, Turm, Kirche, Produktionsgebäude. Also man muss auch irgendwie sein Lager ausbauen, weil man hat am Anfang ein echt kleines Lager. Man kann also nicht super viel bunkern und so weiter. Hallo Marc. Oh, das sind Linkshänder-Pokerkarten. Ja, also das ist dein Spielertableau. Das hat jeder Spieler bei sich. Mhm. Ja, und du kannst hier irgendwie, das kann besser werden mit höheren Werten oder was auch immer. Hier kommen die Technologien rein. Ich glaube, es gab auch noch was zum drunterlegen. Hier ist das Lager, Gebäude. Wo ist Flo? Hallo Flo. Flo spielt Mittwoch 11 mit mir. Und mit euch. So, 18. Fußball kann man auch nur zu zweit spielen. Das sind meine Karten? Ja. Wo ist der gegen den wir, da muss man erst was in die Mitte. Da. Oh, der Peak Bauer. Was macht denn Peak speziell? Peak blockt Schaden. Der macht uns immer 10 Schaden. Warum kaufst du keine vernünftigen Kartensets für Linkshänder? Na schön, ne? Der blockt was immer? Blockt, also ne, mit Peak blockst du Schaden und er blockiert halt die Spezialfähigkeit. Das heißt, wenn du eine Peak-Karte aufspielst, dann blockierst du damit keinen Schaden. Was macht Herz? Herz macht, dass wir uns wieder heilen. Das heißt, du kannst einen Ablagestab hinnehmen, so viele Karten hier drunter mischen. Wenn der Stab einfach mal leer sein sollte, haben wir verloren. Mit heilen heißt Karten nachziehen, das ist meine Lebenspunkte. Nein, heilen heißt den Stab hier wieder voll machen und so. Mit Karo kannst du Karten nachziehen. Mit Karo kann ich Karten nachziehen? Mit Karo ziehen wir der Reihe nach alle so viele Karten, wie der Wert ist, den du ausgespielt Welchen hast. Welchen Wert hat das Ass? 1, das ist kein Ass, das ist ein Animal Companion. Ah, ein Animal. Und das kannst du zusammen mit anderen Karten spielen, dann kannst du von beiden die Fähigkeiten triggern. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Herz Ass ausspielst und Karo irgendwas, dann werden erst Karten geheilt, runtergeschoben und dann ziehst du halt Karten nach. Mhm. Kreuz macht doppelten Schaden. Kreuz macht doppelten Schaden, ja. Wie also viel Leben hat so ein Ding? Die Bauern haben alle 20 und machen 10 Schaden. Das heißt, du spielst erst eine Karte aus, wendest dann die Spezialfähigkeit an, machst dann den Schaden, bekommst dann den Schaden. Das heißt, wenn man ihn jetzt direkt töten könnte? Wenn du ein Kreuz 10 aufspielen könntest, dann wird nichts passieren, du würdest aber auch wieder rauskommen. Der ihn gekillt hat, kommt raus beim nächsten. Okay. Und die Animal Companions haben nur den Vorteil, dass sie haben einen Wert 1, können mit einer anderen Karte zusammengespielt werden. Genau.
Und du kannst auch Paare, Drillinge und Vierlinge aufspielen, solange du den Wert 10 nicht überschreitest. Also der wie viel denn nochmal? 20. 20. Und kriegt man so viel Schaden zurück, wie man gemacht hat? Die machen immer 10 Schaden. Die machen später 15 Schaden. Und später 20. Damen und Könige. Okay, ich mach 10 Schaden. Du, ja, kannst auch passen. Dann kriegst du nur Schaden und musst keine Karten spielen. Das kann aus taktischen Gründen manchmal sinnvoll sein. Du hast mir ja nicht die ganzen Regeln erklärt, das klang erstmal gut, er ist auf die Hälfte runter. Das waren alle Regeln. Jetzt musst du, wenn du einfach mal keine Karten ablegen kannst, um den Schaden zu verhindern, haben wir verloren. Ich muss jetzt Karten ablegen. Jetzt kriegst du 10 Schaden von ihm. Ah ja, ach genau, und ich muss auf die Werte auch gucken. Du musst auf die Werte gucken. Ich verstehe, was du meinst. Hallo Jana, hallo Marc, hallo Cosmonic, hallo Jockel. Richtig. Dann bin ich dran. Das ist fast ein bisschen überpowered. Ich spiele dann das und mache ihn tot. Und dann kriegst du keinen Schaden? Dann kriege ich keinen Schaden. Die Karten hier oben auf den Ablagestapel. Wir haben ihn genau getötet. Ach, deswegen kommt er hier oben drauf. Ansonsten würde er einfach nur hier auf den Ablagestapel kommen. Wir haben ihn quasi jetzt zum Guten bekehrt. Okay. Ich habe natürlich auf viel Heilung verzichtet. Du aber im Prinzip nicht. Ja. Jetzt kommt der, wo wir keinen doppelten Schaden gegen machen können. Können wir uns aussuchen, was wir wieder reinmischen? Das wird alles reingemischt. Es wird gemischt und dann kommt es unten drunter. Mhm, das heißt, man kriegt es auch. Okay. So, was macht er? Er macht doppelten Schaden. Er verhindert, dass wir doppelten Schaden machen. Okay. Und macht 10. Oh, dann hoffe ich mal, dass du gut was machen kannst. Ich spiele mal das, mache 9 Schaden und werfe das hier ab, um 10 Schaden zu verhindern. Was macht er, wenn keiner von uns beiden zum Start Karo auf der Hand hat? Mischen und neu geben. Also das aber du kannst nicht wissen, ob ich Karo habe, weil wir dürfen wahrscheinlich nicht über unser Blatt reden. Wir dürfen nicht über unser Blatt reden. Das heißt, genau. Man merkt es erst, wenn so. Ich nicht? Du? Du? Richtig. Okay. Wir können passen. Also du kannst passen, wir dürfen nicht beide am Stück passen. Und wenn du passt, dann kriegst du nur. Was ist, wenn ich den Wert nicht ablegen kann? Haben wir verloren. Du kannst auch passen, dann musst du nur Schaden verhindern. Du spielst ja keinen Angriff aus, du stirbst halt nicht. Der macht 10 Schaden. Der macht 10 Schaden. Und hat noch 11 Leben. Also die Kombination von eben, das wäre eine gute Kombination. Es beginnt übrigens auch immer, wer zuletzt einen Regizid begangen hat. Ich habe nur einen Kartenwert von 6 insgesamt auf der Hand. Also du ist es vorbei. Hast du keinen. Selbst wenn ich passe, verliere ich. Ich habe kein Karo. Und du kommst in den Timer. Das ist schlecht. Dann haben wir verloren. Das ging ja schlecht. Was spielst du denn Scheiß zusammen? Was soll ich machen? Das ist das, was ich auf der Hand hatte. Ich habe hier gerade so schön einen rekrutiert. Also solo bin ich weitergekommen als mit dem Verräter hier. Der Bot ist hier, ich glaube da vielleicht, aber nicht programmiert. Das ist Jochels Verantwortung, ich meine. Ah, wir sind auf dem Live-Kanal. Okay, das erklärt ja, weil das nur 8 Leute zuschauen. Weil das Video dazu wahrscheinlich morgen oder übermorgen kommt. Okay, also Karl hat es verkackt, aber jetzt beim zweiten Mal kriege ich das besser. Wenn die Hand nicht passt, passt die Hand nicht. Ja, das kann man schon besser spielen. Ich hätte anfangen können. Schon. Ich hätte den ersten Gegner mit der Kreuz 10 gleich wegnuken können. Wer, wonach sucht man aus, wer anfängt? Wer zuletzt einen Regizid begangen hat. Okay, das ist bei mir schon. Haben wir ja Wenn zusammen gemacht. Jetzt gerade du. Nee, ich habe ihn gekillt, also ich. Richtig. Ach so, ein Regizid, ich dachte echt. Ja. In echt haben wir es gemeinsam gemacht. Das war schon gut. Und in Solo, wenn man Solo spielt, nimmt man mehr Karten auf oder so? Und man darf nie was Handkarten mit also Karten eine haben. Karte mehr. Ja. Dafür perfekte Information. Ja. So, wir kämpfen gegen den, wir dürfen keine Karten nachziehen. Den sollten wir schnell killen. Wenn wir jetzt nur niedrige hätten, hätten wir also bereits wieder ein Problem. Ja. Ich spiele mal die 10 aus, du bist dran. Und was ist mit den 10 Schaden, die du bekommst? Die blocke ich. Ach ja, das ist ja ein Block. Das ist jetzt dauerhaft reduziert, das heißt, du bekommst auch keinen Schaden. Was? Dauerhaft? Solange der da liegt und die Karten hier sind. Ach, die Karten bleiben da liegen, ich verstehe. Der Karten. Okay. Ich kann nur eine Karte spielen. Nur eine Karte, außer ein Zwilling, Drilling oder Vierling, der nicht über 10 geht oder mit dem Animal Company. Drilling, also sprich zwei gleiche Zahlen. Ja, dürfen nur nicht über 10 sein. Also 4 Zweier, 3 Dreier, 2 Vierer. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt 10 Straßen aus? Nein. Kombos. Genau, 2 Fünfen geht auch noch. Aber dann hört schon auf. Quadruple Twos. Und dann werden aber auch alle Fähigkeiten in dir von den ganzen Karten, die du aufspielst.
Was ist denn besser? Eine Karte, die ihn zwar töten würde zu spielen, aber dafür nicht ihren Effekt nutzen zu können? Wir dürfen nicht über unsere Hand sprechen. Also, oder lieber passend den Schaden akzeptieren oder weniger Schaden machen und also, dafür diese Karte behalten. Also die Karo-Karten sind schon ganz geil. Dafür klappt der Twitch-Chat. Das ist richtig. Das ist dafür viel zu früh. Heilen, dazu macht es ja Sinn, wenn hier was liegt. Das Schlimmste, was hier passieren kann, ist Karo-Dame killen und danach Karo-König bekommen. Dann kannst du in den meisten Fällen gleich einfangen. Weil du... Der hat 40 Leben, die davor hatte 30 Leben. Und machen halt 20 Schaden und 15 Schaden, das überlebt man nicht. Aber also dafür ist es halt auch nur ein Standard-Pokerblatt. Das ist jetzt nicht so perfekt designt, aber... Wobei das im Kickstarter ja auch eins ist, bloß mit Bildern. Ja, das ist, also, glaube ich, irgendwie so ein Designwettbewerb geworden. Ich habe mal geguckt, es gibt auf Boardgame ungefähr nichts, was in die Richtung geht. Einfach Standardblatt, coole Spiele dahinter. Ja. Und wenn dann, die meisten Spiele sind so von vor 200 Jahren. Wir dürfen uns ja nicht unterhalten, ne? Karo, wichtigste Farbe im Spiel, genau. Dann würde ich mal sagen, ich mache einfach mal... Ach nee, du blockst ja die ganze Zeit Schaden, hast du gesagt. Das heißt, ich könnte passen und würde keinen Schaden bekommen. Du könntest passen und würdest keinen Schaden bekommen, das ist, glaube ich, so, ja. Aber dann müsstest du ja wahrscheinlich wieder... Oder du könntest ja nicht... Was macht nochmal? Ach ja, das... Ach, vergiss Kreuz macht doppelten Schaden. Eine 5 killt ihn. Perfekt. Ja, ja. Ja, super. Perfekt gekillt. Und er kommt hier hin und ist bekehrt. Das ist mir zu viel Regel. Und... Oh, jemand hat Manuel Dark Ages gesehen. Das ist ein trockenes Spiel. Da ist nichts mit sauer. Du hast ihn gekillt. Das heißt, du darfst anfangen. Kein doppelten Schaden. Und er macht doppelten Schaden. Nein, er macht. Achso, die Blocken nur die Immun gegen unsere Spezialfähigkeit. Keinen doppelten Schaden. Was würdest du denn dazu sagen, wenn ich ihm 10 Schaden mache? Und wir 10 Karten ziehen? Und wir 10 Karten ziehen. 6, ich ziehe nur eine. Ach, es gibt ein Limit für die Hand. Du darfst nie über deine Handkarten. Das musst du mir doch vorher sagen. Habe ich dir vor 3 Minuten gesagt. Das glaube ich nicht. Ich habe es auf Video. Dann spule ich es. Ich finde es nur noch komisch, dass gebannte Chat-User nicht einfach wieder freigegeben werden können. Kann man auch überabwerfen? Ja, ne? Also sprich, man kriegt 10 Schaden, dann kann ich auch 11 wegkriegen. Ja, ja. Mindestens den Wert musst du erreichen. Zu viele Karten für Karten, lieber eine Runde TFM. Aha. Jetzt musst du noch 10 ablegen. Das war gar nicht so clever. Ist noch eine Lernpartie. Ist ja. Wo ist schon die zweite? Peak blockt, ne? Peak blockt. Ja. Das bringt jetzt auch nicht so viel mehr. Okay. Du solltest mal ein paar Karten ausspielen. Also er hat noch 14. Ja. Und du allein 6 weniger Schaden. Dann spiele ich mal die 7 aus. Dann hat er noch 7 und wir kriegen keinen Schaden. Er hat noch 7. Dann werde ich jetzt, obwohl das nicht die Spezial... Die 7, selber, das sind ja 3... Ja, 6 und 7 sind 13, also noch 7. Dann werde ich jetzt auch, wenn es die Spezialeigenschaft verschwendet, das hier spielen, weil ich ihn dadurch genau töte. Genau töte. Und der dann da drauf kommt. Und was ist eigentlich, wenn wir die dann haben? 10 Schaden verhindern. Jetzt muss ich 10 Schaden verhindern. Mhm. 10 wäre das, wie gesagt. Lege ich nur eine Karte ab. Fand ich jetzt irgendwie ganz gut. Mhm. Dann haben wir nochmal verloren, wenn das dann leer ist. Wenn das leer ist oder du keine Handkarten mehr hast. Keine Handkarten mehr haben ist gut. Karten ablegen müssen und es nicht können, ist tot. Keine Karten mehr haben ist gut? Ist okay. Kannst du, also dann bist du noch nicht Game Over. Kann auch wer anders ein Karo spielen und dann... Und dann ziehst du dich wieder voll. Hier gibt es gebannte Chat-User. Stimmt. Ich bin doch alles, was nicht mehr drauf den Bäumen ist. Was, wenn ihr wüsstet, wie viel Scheiß man bei den Kommentaren ausblenden muss? Das ist gefühlt ein bisschen Verschwendung, aber ich kill ihn. Und ziehe eine Karte. Dann passt das ja genau. Du ziehst auch eine Karte. Man zieht eine Karte nur? Ja, jetzt sind es 7, oder? Ach so, deswegen. Ja. Ach, das meinst du mit. Das ist ein bisschen Verschwendung. Ja. Ja, du wolltest ihn aber halt genau töten. Und der ist genau getötet, das heißt, der kommt auch gleich wieder hier oben drauf. Und ich komme raus für... Ich halte die Karten immer falsch. Herz, jetzt können wir nicht heilen. Karten sollten immer an allen 4 Ecken Zahlen haben. Richtig. Also es gibt auch nichts, was bei so... Da ist er frei. Was macht er? Wir können nicht... Okay, das ist gerade noch nicht so wichtig. Nee, geht. Ich spiele mal das hier aus, auch wenn das auch wieder ein bisschen overpowered ist. Jetzt blocke ich 9 Schaden. Ich habe 18 Schaden. Die verdoppelt. Das Karten ziehen oder zum Heilen, sondern ne? 9 verdoppelt sind 18, aber 9 werden geblockt. Er macht jetzt nur noch einen Schaden. Den muss ich trotzdem noch abwehren. Und er hat noch 2 Lebenspunkte. Er hat noch, ich habe 18 Schaden gemacht, er hat noch 2 Lebenspunkte.
Dann werfe ich mal die drei Kreuze ab. Dann ist er genau gekillt, wandert auch wir hier oben drauf. Zwei Karten. Und wir ziehen erstmal zwei Karten, du zuerst. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe eine gespielt, das heißt, ich bin wieder voll. Dann kommen die hier weg. Läuft! Der kommt oben drauf und dann kommt die böse Karo. Das ist sortiert, ne? Erst Buben, dann alle. Ja. Nee, ach, wo ist es gemischt? Erst ach, alle, die Buben unter sich. Aber es kann sein, dass sie halt die letzte. So, wir können jetzt nicht nachziehen. Wir können jetzt nicht nachziehen. Sie hat wie viele Lebenspunkte? Sie hat, sie macht 15 Schaden und hat 30 Lebenspunkte. 30 Lebenspunkte. 30 Lebenspunkte. Ich fange an, weil ich ihn gekillt habe. Ja. Ich mache 10 Schaden und blocke 10. Das heißt, ich erleide noch 5. Richtig. Schaden, ja? Ich habe echt eine bescheidene Hand. Wir haben eigentlich, also auf dem Hauptkanal gibt es ja den Bot, das ist auf dem Live-Kanal fehlt er, glaube ich. Richtig. Auf dem Hauptkanal gibt es den, also Reesphere? Ne, der läuft über den Kanal selbst. Aber da stand da gerade, dass nämlich der eventuell mal irgendwie aus Versehen quasi gebannt wurde, also weil jemand einen Twitch-User bannen wollte. Achso, das kann sein, aber der ist auch da, der Restream-Bot. Der postet auch Sachen. Das stimmt. In Bezug auf den Hauptkanal. Aber da ist. Ne, die Restream-IO funktioniert immer. Aber darum, es geht darum, dass im YouTube-Chat die Twitch-Sachen gepostet werden und andersrum. Das passiert ja schon ewig nicht mehr. Naja, nee, aber das nicht geht, habe ich geguckt. Ich habe auch schon gehofft, dass es daran liegt. 1, 2, 3. Da hilft mir eins, neuen Kanal aufmachen. 6, die Leute wechseln ja schon an. Ja, klar. Das sind alle treue Fans. Und aktiv. Jetzt bekomme ich aber 15 Schaden reingedrückt. Nee. Jetzt bekomme ich 5 Schaden rein. Oh, das ist ja gleich viel besser. Du hast jetzt hier 6 geheilt, oder ja. was? Also dann 6, die obersten 6 von hier, oder was? Gemischt und dann unten drunter gelegt. Unten drunter? Ja. Okay. Oh. Das ist schade. Mhm. Dann bin ich schon wieder dran. Sie hat was? Sie hat 16 Schaden erlitten, das heißt, sie hat noch 14 Lebenspunkte. Sie hat die 21, 30, 40. Nee, 30 hat sie. Sie hat 30 insgesamt, sie hat 16 erlitten, also hat sie noch. Ja, ich baller jetzt mal richtig raus. Aber da ist trotzdem die vollen 15 Schaden, ja? Ja. Das ist okay. Aber du brauchst das um, ich verstehe. Werf ich die sonst haben wir das sofort verloren, ne? So war es ja. Ich darf sie auch nur nicht töten, weil ich mich ja wieder. 10 Herz, das ist ja bitter. Okay, du hast jetzt 4 Schaden auf sie gemacht. Ja. Das heißt, sie hat jetzt. 11 erlitten, sie hat noch 19. Was kann man zusammenspielen? Pärchen und so? Aber nur wenn es unter 10 ist. Ja. Was für eine Kackregel ist das denn? Naja, sonst könntest du ja relativ viel killen. Aber so werden halt auch die schlechten Karten ein bisschen relativ viel. Ja, wenn du sie aufhebst, aber du brauchst sie auch oft. Also ich benutze sie oft, um noch das, damit ich möglichst punktgenau das abwerfen kann und nichts übersteuere. Sie hat noch dann auch schon ein paar Designkniffe. Du wirst es für Kreuz haben. Bam! 16, aber ich immer noch zu weil viel, du ne? da die Kleine gespielt hast. Warum? Noch 3. Hast du nichts, auch nur andersweise Höheres gehabt? Doch, kommt jetzt. Ja, aber jetzt kriege ich erstmal 15 Schaden. Ja. Ich hoffe, wir überleben das. Bedankt. So, sie hat jetzt noch 3 Leben, ne? Das kriegt eigentlich punktgenau hin. Aber ich kill sie hiermit. Hm, das ist gut. 1, 7, 8. Schön. Nicht punktgenau gekillt, das heißt, sie kommt hier hin. Wir sollten dringend mal heilen, aber wir haben noch wenig Herz. Oh, kein doppelter Schaden. Du fängst an. Mhm. Jetzt kannst du ja machen, was du eben machen wolltest. Und sie macht auch wieder 15 Schaden. Der oh. König, wie könnte das unter die Hölle sein? Das ist doch der schwerste von denen, oder? Also gut, der wenn du bei den anderen das nicht auf der Hand hast, ist auch doof. Reicht Mod nicht, Joker, ja? Für was? Für Unbands und so, glaube ich nicht. Das ist. Du hast 2, 4, 5 Karten, ne? Ich habe 5 Karten. 15 Schaden macht die, ne? Boah. Und auch noch Kreuz, ne? Da kannst du nicht weiter mit dem Schaden machen. Boah, wie ätzend. Ach du Scheiße. Das sind noch ein paar. Wir haben jetzt die Hälfte ungefähr, ne? Das ist genau. Ja, wir haben 2 Damen, wir sind genau bei der Hälfte. Also, ich. Also nicht, weil der Rest schwerer wird. Mache. Aber wir kriegen ja auch die Karten. Sehen so. Oh, 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 ich habe eine interessante Kombination auf der Hand.
Die wäre gut, um einen wieder hochzuziehen. Wir müssen mal irgendwie heilen, ne? Ich glaube, wir haben zu viel Herz abgeworfen. Wir haben lauter hohe Herzkarten immer abgeworfen und dadurch haben wir ein Problem. Ich spiele mal die beiden. Das sind ja auch nur 5. Ja, immerhin. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Und dann ziehe ich eine. Ach, jetzt ziehen wir auch noch 4, ne? 5. 1, 2, 3, 4. Also, ja, 2. 3. 4. 5. Okay. Und dann kriege ich jetzt 15 Schaden reingedrückt. Oh, das ist interessant. Du hast jetzt... Ah, dann muss ich mir das aufheben. Sie hat 5 erlitten. Sie hat noch 25. Mhm. Ich muss 3... 4... Und dann kriege ich noch Schaden. Das kann ich eigentlich nicht weglegen, aber ich muss. Das ist bitter, das ist richtig bitter. Das ist wirklich bitter. Ist aber hat direkt den kompletten Schaden verhindert. Ja. Mit einer Karte verhindert. Das ist auch nicht so schlecht. Ja, das ist okay, aber. Wir sind da gerade bestimmte wichtige Farben ausgegangen. Hallo Corinna. Oh, die hätte 30 Schaden gemacht, ne? Warum hast du die nicht gespielt und sie direkt getötet? Weil ich sie erst gezogen habe. Ah! Warum? Weil du zuerst gezogen hast. Du wusstest sogar, dass du sie ziehst. Ich musste. Ah. Hätte was anderes spielen können. Ich bin tot gewesen. Ich habe gehofft, dass ich irgendwas ziehe, was den Schaden blockt. Hast du nicht, ne? Doch, sie. Schaden? Mhm. Und sie hat 16 erlitten, sie hat noch 14. Sehr gut, dann darfst du zuerst ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,